Hallo Yu-Gi-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag den Judge, eure Anlaufstelle für Regelfragen rund um das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Bei jedem Spiel, wo es Regeln gibt, gibt es natürlich auch üblicherweise Fragen, wie manche Regeln so ticken. Um euch eine Möglichkeit geben, nicht mit euren Fragen alleine zu bleiben, haben wir eine kleine Plattform für euch geschaffen, an dem ihr eure Regelfragen stellen könnt und wir euch die Antworten zu euren Fragen geben. Schreibt einfach eure Regelfragen zum Yu-Gi-Oh! Trading Card Game unter dem Hashtag FragDenJudge unter dieses Video und wir werden euch eure Fragen entweder direkt unter dem Video als Kommentar beantworten oder in einer der nächsten Ausgaben von FragDenJudge. So, und dann legen wir auch einfach mal los mit den Fragen des Tages. Die erste Frage handelt von Effekten, die sich aktivieren und was passiert, wenn eigentlich bestimmte Karten sich an gewissen Orten befinden. Die Frage lautet heute, kann man Effekte von Karten, die sich im Friedhof aktivieren, annullieren und sie auch zerstören? Und falls ja, was passiert eigentlich, wenn sich ein solcher Effekt im Friedhof aktiviert? Nun, grundsätzlich kann man Effekte überall dort annullieren, wo sie auch aktiviert werden. Sei es auf dem Feld, auf dem Friedhof, wenn das Monster verbannt ist. Selbst wenn das Monster sich im Deck befindet, kann man solche Effekte annullieren und auch die entsprechenden Karten zerstören, solange sie sich nicht im Friedhof befinden oder verbannt sind. Denn da geht das nämlich nicht. Wenn jetzt ein Monster einen Effekt besitzt, der sich aktiviert, wenn es zerstört wird, können solche Effekte im Friedhof beispielsweise nicht aktiviert werden. Die nächste Frage geht ein wenig auf die Link-Monster ein und auch das Verhalten mit den Link-Pfeilen. Und zwar geht es konkret darum, wenn ein Link-Monster durch einen Effekt als Ausrüstungskarte behandelt wird, kann ich dann Link-Pfeile, die in die obere Zone, also in die oberen drei Zonen zeigen, dann benutzen, um Extra-Deck-Monster in genau diese Zonen zu beschwören. Als Beispiel hierfür haben wir den Blitzangriffsdrachen. Seine Link-Pfeile zeigen nämlich in die obere linke, rechte und auch in die obere mittlere Zone. Und die Frage ist nun, kann ich nun Extra-Deck-Monster in die Zonen beschwören, wenn der Blitzangriffsdrache als Ausrüstungskarte behandelt wird? Nein, das funktioniert nicht. Die Link-Pfeile sind immer nur dann gültig, solange sich das entsprechende Link-Monster in einer Main-Monster- oder in der Extra-Monster-Zone befindet. In den Zauber- und Fallen-Zonen gelten diese Pfeile leider nicht. Kommen wir nun zu einem ganz konkreten Monster bzw. dem Verhalten von aktivierten Effekten von Monstern. Konkret geht es um die Geistertrick-Puppe und einen Effekt, der sich immer dann aktiviert bzw. in der Endphase des Zuges aktiviert, nachdem sie aufgedeckt wurde. Kann dieser Effekt dann aktiviert werden, wenn das Monster aufgedeckt und durch Kampf zerstört wurde? Ja, das geht trotz alledem. Grundsätzlich ist es so, dass aktivierte Effekte von Monstern sich immer aktivieren können, selbst wenn das Monster das Spielfeld verlässt oder verdeckt wird. Das spielt in dem Fall keine Rolle. Solange der entsprechende Trigger getroffen wurde, in dem Fall ist es bei der Geistertrickpuppe das Aufdecken durch beispielsweise einen Kampf, kann dieser Effekt in der Endphase ganz normal aufgelöst werden und alle Gegner, alle Monster, sofern halt möglich, werden verdeckt und man kann ein entsprechendes Geistertrickmonster mit einem passenden Level beschwören. Grundsätzlich könnt ihr euch merken, wenn ein Monster-Effekt aktiviert wird, wird er, solange dieser Effekt nicht annulliert wird, auch ganz normal aufgelöst. Ganz einfache Faustregel. Anders ist es bei dauerhaften Effekten. Hier muss das Monster offen auf dem Spielfeld liegen bleiben, damit die Effekte gültig bleiben. Ein kleines Beispiel für einen dauerhaften Effekt ist der Fallen-Negierungseffekt von Jinzo. Dieser Effekt gilt nur, solange wie sich dieses Monster offen auf dem Spielfeld befindet. Sollte Jinzo verdeckt werden oder das Spielfeld verlassen, sind alle Fallenkarten wieder möglich aktiviert zu werden bzw. sind auch nicht mehr annulliert. In der nächsten Frage geht es ein bisschen um die Prävention von Aktivierung von Karten oder auch von Effekten. Bei den antiken Antriebsmonstern beispielsweise ist es so, dass wenn diese Monster angreifen, keine Zauber- oder Fallenkarten, zum Teil auch keine Monstereffekte aktiviert werden. Die Frage konkret in diesem Kontext lautet, kann ich denn trotzdem noch die Effekte von Zauber und Fallen aktivieren, wenn eines dieser Monster angreift? Ja, das geht durchaus. Hier ist es ganz entscheidend, auf die Formulierung der Effekte zu achten. Wenn in dem Kartentext drinsteht, dass nur Zauber- und Fallenkarten nicht aktiviert werden können, dann kann ich trotzdem noch die Effekte von bereits aktiven Zauber- und Fallen aktivieren. Wenn von Monstereffekten die Rede ist, kann ich grundsätzlich keine Monstereffekte aktivieren. Darf ich auch konkret die Effekte von Zauber und Fallen nicht aktivieren, wird dies sogar explizit in Kartentexten vermerkt. Sucht euch da mal ein paar passende Beispiele raus, denn solche Karten gibt es auch, die die Aktivierung von Karteneffekten verhindern. Die nächste Frage ist ein bisschen speziell und dreht sich um Denko-Sekka im Verhalten mit sogenannten wirklichen echten Handfallen. In dem Fall haben wir den roten Neustart als Beispiel genannt.
Die Frage lautet, kann ich Roter Neustart aktivieren, solange sich Denko Sekka offen auf dem Spielfeld befindet? Ja, das ist durchaus möglich, den Handaktivierungseffekt von Roter Neustart zu aktivieren, denn Denko Sekka verbietet nur die Aktivierung von bereits gesetzten Zauber- und Fallenkarten oder das Setzen von neuen Zauber- und Fallenkarten. Da ich mit Roter Neustart aber die Möglichkeit habe, die Karte direkt aus der Hand zu aktivieren, ohne sie vorher setzen zu müssen, kann Denko Sekka nicht verhindern, dass ich Roter Neustart auf die Aktivierung einer gegnerischen Fallenkarte aktivieren kann. Kommen wir nun zu den Effekten, die teilweise nur einen bestimmten Zeitraum wirken oder halt auch nicht einen gewissen Zeitraum wirken. Bei der Karte Aufprall des Weltvermächtnisses wird ein eigenes Monster bis zur Endphase verbannt und reduziert die Angriffs- und Verteidigungspunktzahl eines gegnerischen Monsters um die Punkte des gerade eben verbannten Monsters. Die Frage an dieser Stelle lautet, bleiben diese Veränderungen dauerhaft oder auch nur bis zur Endphase? Nun, da in Aufprall des Weltvermächtnisses nicht genau spezifiziert wird, wie lange diese Änderung anhält, kann man davon ausgehen, dass diese Änderung der Angriffs- und Verteidigungspunktzahl dauerhaft bestehen bleibt, solange das Monster offen auf dem Spielfeld liegt. Sollte das Monster das Spielfeld verlassen oder verdeckt werden, gilt diese Änderung nicht mehr. Ihr könnt euch grundsätzlich merken, wenn Angriffspunkte verändert werden, Eigenschaften von Monstern verändert werden, gilt das immer so lange, wie die Karte es halt beschreibt oder wenn sie es halt nicht beschreibt, dann gilt diese Änderung dauerhaft. Mit der nächsten Frage bewegen wir uns im Kontext, wann und wie kann ich ritualbeschworene Monster eigentlich beschwören? Konkret war gefragt, kann ich himmelblauer Heiliger Phönix von Nephthys durch Effekte wie von Ansturm der Feuerkönige oder der Anhängerin von Nephthys beschwören, ohne den Phönix vorher als Ritualbeschwörung beschworen zu haben? Nein, das geht nicht. Grundsätzlich müssen Monster wie Ritualmonster erst korrekt als Ritualbeschwörung beschworen werden, um sie von beispielsweise dem Friedhof oder der Verbanntenzone wieder zurück auf das Spielfeld zurückholen zu können. Eine einzige Ausnahme wäre nur dann gegeben, wenn der entsprechende Beschwörungseffekt die Beschwörungsbedingungen eines Monsters ignoriert. Eine entsprechende Textpassage findet ihr aber auch im jeweiligen Text wieder. Achtet also genau darauf, ob die Beschwörungsbedingung eines Monsters ignoriert wird. Wenn das der Fall ist, kann ich sogar ein Ritualmonster, ohne es vorher als Ritualbeschwörung beschworen zu haben, von einer beliebigen Position beschwören. Kommen wir nun zu einer etwas spezielleren Situation, weil da nicht ganz direkt deutlich wird, wie sich bestimmte Karten in dieser Situation verhalten. Wir gehen davon aus, dass wir die Fallenkarte den Drachenwecken verdeckt auf dem Spielfeld liegen haben. Der Gegenspieler hat die Trickster Lichtbühne und nutzt nun den Blockiereffekt, um zu verhindern, dass die verdeckte Karte aktiviert werden kann. In der Endphase ist der Gegner nun gezwungen, diese Karte zu aktivieren und falls er das nicht kann, diese Karte auf den Friedhof zu legen. Nun ist die Frage, kann ich den Effekt von der Drachenwecken nutzen, um ein Monster aus dem Main bzw. aus dem Extra-Deck zu beschwören? Nein, das geht in dieser speziellen Situation nicht, denn die Karte den Drachenwecken wurde in diesem Kontext nicht durch den Effekt einer Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt, sondern man hat den entsprechenden Spieler zu einer Aktion gezwungen, die Karte auf den Friedhof zu legen. Das sind in dieser Situation zwei völlig verschiedene Dinge, das heißt, die Bedingung für die Aktivierung des Effektes von den Drachenwecken ist hier nicht gegeben, weil nicht der Effekt diese Karte auf den Friedhof gelegt hat, sondern ein Spieler diese Karte auf den Friedhof gelegt hat. Ein ähnliches Verhalten haben wir bei der Karte Ausgeglichener Zweikampf. Auch hier wird der jeweilige Spieler dazu gezwungen, Karten vom Spielfeld zu nehmen, bis er entsprechend so viele Karten, wie der aktivierende Spieler von Ausgeglichener Zweikampf aktiviert hat, auf dem Feld hat. Achtet also hier auf spezielle Formulierungen wie dein Gegner muss oder dein Gegner wird oder aktiviert diese Karte. Daran erkennt ihr, dass diese Aktion von einem Spieler ausgeführt wird und nicht ein Effekt für eine bestimmte Aktion verantwortlich ist. Nun schauen wir uns mal ein bisschen näher das Zusammenspiel von zwei bestimmten Karten an, nämlich in dem Fall Zombie-Welt und Rivalität der Kriegsherren. Die Frage war, in welcher Situation kann ich nun Monster beschwören, beziehungsweise kann ich keine Monster beschwören, beziehungsweise welche Art von Monster kann ich überhaupt beschwören? Solange ich kein einziges Monster auf dem Spielfeld offen liegen habe, kann ich zunächst mal ein beliebiges Monster auf das Spielfeld bringen. Dadurch wird es aber zu einem Zombie-Monster durch den Effekt der Zombie-Welt. Ab sofort, sobald ich ein offenes Monster auf dem Spielfeld liegen habe, ist es mir nur noch gestattet, ein anderes Zombie-Monster auf das Spielfeld zu bringen. Denn Rivalität der Kriegsherren besagt, dass ich ja nur noch Monster von einem bestimmten Typ kontrollieren darf. In dem Fall sind das Zombie-Monster, weil die Zombie-Welt alle Monster auf dem Feld zu Zombie-Monstern umwandelt. Also es hängt also in dieser Situation davon ab, was für Monster ich auf dem Feld habe, beziehungsweise ob ich Monster auf dem Feld habe. Zur Wiederholung, habe ich keine Monster auf dem Feld, kann ich ein beliebiges Monster mit einem beliebigen Typen auf das Spielfeld bringen. Dadurch wird es allerdings sofort zu einem Zombie und ab sofort darf ich dann nur noch Zombie-Monster beschwören.
Die letzte Frage des heutigen Tages klärt das Verhalten von Kräfterauben. Im Kontext hier haben wir Lilith, die Dame der Wehklage. Wenn ich den Effekt von Lilith, Dame der Wehklage, benutze, sie als Tribut anbiete, um ihren Effekt zu aktivieren, wird der Effekt dann annulliert oder nicht? Nein, das wird nicht passieren, denn Kräfterauben kann die Effekte von Monstern nur so lange annullieren, wie sich diese entsprechenden Monster auch auf dem Spielfeld befinden. Ich kann grundsätzlich die Effekte von Monstern bei einem offenen Kräfterauben aktivieren, allerdings werden die Effekte dann annulliert, solange sich das Monster auf dem Spielfeld befindet. Bietet sich ein Monster als Tribut an, um einen Effekt zu aktivieren, befindet sich dieses Monster nicht mehr auf dem Spielfeld. Das heißt, Kräfterauben hat hier keine Möglichkeit mehr, diese Effekte zu annullieren. So könnt ihr euch immer relativ gut merken, wann und wie lange ein Effekt eines Monsters annulliert ist. Das waren die Fragen für diese Woche. Solltet ihr immer noch offene Fragen haben, schreibt diese gerne als Kommentar unter dem Hashtag FragDenJudge unter dieses Video. Wir werden euch diese Fragen möglichst zeitnah beantworten, entweder direkt in den Kommentaren oder halt in der nächsten Ausgabe von FragDenJudge. Und ich hoffe, euch hat diese Ausgabe wieder gefallen und ihr konntet ein bisschen was lernen. Bis zum nächsten Mal.